Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht. Wir sind die Schüler von Care2Go, der Clara Oppenheimer Schule hier in Würzburg. Ich bin Madeleine Mark und der erste Teil der Geschäftsführung. Ich bin der zweite Teil der Geschäftsführung, heiße Annika Fuchs. Unsere Schülerfirma setzt sich aus 19 Schülern zusammen und aus 5 Teilbereichen. Die 5 Teilbereiche sind die Geschäftsführung, die Finanzen, die Verwaltung, die Produktion und das Marketing. Unser Produkt ist vegan, ohne Mikroplastik, ohne Parabene, ohne Tierversuche, dermatologisch getestet und mit fliegendem Aloe Vera. Es kostet 3,95 Euro und bei jedem verkauften Produkt wird 1 Euro an Share gespendet. Unsere Kooperationspartner Share verteilen mit jeder Spende Hygienepakete an Flüchtlingsfamilien in Bangladesch. Hier sieht man einen kleinen Einblick in die Produktion unseres Produktionspartners Römer Wellness. Zuerst wird das Produkt platziert, dann befüllt und zuletzt bedruckt. Unsere Kapitalgeber sind ein Landtagsabgeordneter der Grünen, der Landrat von Würzburg, ein Mitglied des Deutschen Bundestags, eine Gemeinderätin der Grünen Würzburg und der Bürgermeister von Würzburg. Zudem haben wir noch 13 Sponsoren, die uns unterstützen. Wir sind auf den Social-Media-Plattformen Instagram, Facebook und Twitter vertreten. Zudem werben das Würzburger Stadtmarketing mit ihren Social-Media-Accounts und der Dorfladen Kleinkarl mit ihren Flyern für uns. Außerdem wurden wir ebenfalls in vielen Zeitungen und Online-Beiträgen erwähnt. Unsere Kommissionspartner verteilen sich größtenteils in Würzburg, im Raum Aschaffenburg und in der Richtung Gerolzhofen und Kitzingen. Unser Produkt ist schon viel herumgekommen. Es war bereits auf der Zugspitze, in Mittenwald, in Lohr am Main, in München und am Tegernsee. Im Oktober gingen unsere Einnahmen und Ausgaben an die 2000-Euro-Grenze. Die Einnahmen waren überwiegend die Gelder unserer Sponsoren, die Ausgaben die Zahlung unseres Handreinigungsgelds. Im November und Dezember konnten wir durch das Weihnachtsgeschäft insgesamt 2000 Euro einnehmen. Auch im Januar konnten wir durch den Verkauf fast 400 Euro generieren. Die Monate Februar, März und April waren aufgrund des Lockdowns eher mäßig. Jetzt im Mai erreichen wir wieder 300 Euro Umsatz. Unsere Umsatzerlöse liegen momentan bei gut 4.500 Euro, unsere Jahresüberschuss bei 1.300 Euro. Unsere größten Erfolge waren die Spende an Share mit 580 Euro, der zweite Platz beim Fotowettbewerb und die Teilnahme beim Regenbogenlauf für krebskranke Kinder. Besuchen Sie uns doch gerne auf unserer Homepage. Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.